Es ist wie ein Blind Date. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat heute in Washington zum ersten Mal ihren neuen US-Amtskollegen James Mattis getroffen. Themen gibt's genug. Der neue US-Präsident Donald Trump findet ja zum Beispiel die NATO überflüssig. Und er findet auch, dass die Europäer deutlich mehr Geld in ihre eigene Verteidigung wieder stecken müssten. Also da gibt's genug Themen zum Reden. Mein Kollege Hanno Kautz hat Ursula von der Leyen begleitet bei diesem Treffen. Hanno, wie war denn das erste Aufeinandertreffen der beiden? Verstehen die sich? Ja, offensichtlich ganz gut. Also von der Leyen hat im Anschluss der Gespräche, hat sie von konstruktiven Gesprächen gesprochen. Mattis hat das, was wir am Anfang hören konnten, als wir noch reingekommen sind da in die Veranstaltung, hat relativ viele Freundlichkeiten ausgetauscht, hat die Bundeswehr gelobt, hat den NATO-Einsatz der Deutschen gelobt, das NATO-Engagement gelobt, hat den Führungsstil von der Leyen gelobt. Und die beiden haben vereinbart, dass das nicht die letzten Gespräche gewesen sein sollen. Sie wollen diese Gespräche regelmäßig fortsetzen. Und da entwickelt sich sowas wie eine neue Achse Mattis von der Leyen, Washington, Berlin. Ganz positiv, lobende Worte wurden also schon ausgetauscht. Um welche Themen ging es sonst noch? Wurden auch schon harte Themen angesprochen? Naja, du sagtest es ja gerade bereits, NATO, das ist natürlich schon ein Thema. NATO ist obsolet, das, was Trump gesagt hat, das ist natürlich ein Hammer und das muss halt immer wieder relativiert und nachgefragt werden. Mattis gilt nur als NATO-Freund, NATO-Befürworter, das hat er offensichtlich in diesem Gespräch auch nochmal gesagt. Dann ging es um die NATO-Beteiligung in diesem Gespräch, also das, was die Mitgliedstaaten bereit sind, für die NATO zu tun, sich zu engagieren. Die USA fordern von den Europäern, dass sie mehr sich engagieren müssen. Von der Leyen sagte, das sei eine faire Forderung. Wenn dann am Schluss abgerechnet wird, wird sich allerdings zeigen, ob dann wirklich Deutschland auch 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben wird oder nicht. Das ist nämlich die Forderung der NATO. Zweites Thema ISIS, Kampf gegen ISIS, da sind sich beide einig. Aufgabe von Mattis ist seitens Trump, er soll in 30 Tagen soll einen Anti-ISIS-Plan vorlegen. Da kann man gespannt sein, was da kommt. Und das dritte Thema ist die Russlandpolitik. Und das war ganz interessant. Da fand von der Leyen nach dem Gespräch diplomatische Worte, sagte, beide Seiten seien sich klar, dass man ohne Russland weltpolitische Probleme nicht lösen könne, aber sich Russland halt auch ans Völkerrecht halten muss. Der neue US-Verteidigungsminister James Mattis ist ja jetzt auch kein ganz gewöhnlicher Typ. Sein Spitzname ist Mad Dog, also verrückter oder harter Hund. Was ist das für ein Typ? Erzähl mal. Naja, also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe nur seine Ohren gesehen, dann entspricht das schon ziemlich der Wahrheit. Also ich kann jetzt nicht irgendwie wirklich sagen, was er für ein Charakter ist. Das kann ich genauso nur aus anderen Berichten. Aber im Grunde viel wichtiger ist, was für eine Stellung Mattis letztendlich in der neuen US-Administration hat. Mattis gilt so ein bisschen als Gemäßigter. Er ist NATO-Freund, er steht für eine pragmatische Sicherheitspolitik. Die Frage ist nur, ob er sich damit durchsetzen kann in der US-Administration. Da gibt es noch den Sicherheitsberater, dann gibt es Trump selber. Die Frage ist, wer im Anschluss dann das sagen hat. Dankeschön, Hanno Kautz. Komm gut heim.